Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Blogunterricht. Ich bin der Guran von dem Brain Clubber und ein Bekannter von mir hat gesagt, mach doch noch ein bisschen mehr mit den mit der Tierzucht und so weiter. Zeig noch ein paar mehr Sachen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache noch einen. Gut, machen wir noch einen. Was mir hier auffällt, wie ihr seht, habe ich hier ein kleines Problem mit Kühen, die mir ständig abhauen. Ich habe schon versucht, hier die ganze Ladung hier ein bisschen zu erweitern, indem ich den Zaun eins nach hinten gesetzt habe, aber irgendwie reicht es nicht. Die Kleinen kommen trotzdem raus. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie machen es. Ich könnte natürlich hier, ich gebe mal noch ein bisschen Gas, ne? Ich mache das jetzt einfach noch größer. Viel größer. So. Und tu quasi nur in dem Innenbereich breeden. Was da hinten passiert, interessiert mich dann gar nicht mehr. Das heißt, ich mache die hier jetzt weg. Boah, geht es lang. Komm, dann machen wir einen anderen Game-Mode. Das geht schneller. So. Pock, 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 pock. Hier, Jungs, verschwindet. So, innen haben wir keine Fences mehr. Ich weiß auch nicht, ob die hierhin abhauen können. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum es passiert. Ich vermute, wenn die am Zaun stehen, so direkt dran, und dann gebreedet werden, also ja, befüttert, ne, dass die Kleine breeden, dann spawnen die außerhalb. Also was anderes kann ich mir eigentlich nicht erklären. Schauen wir einfach mal. Wir beobachten das mal eine Weile. Das werden wir schon feststellen, was da los ist. So, was wir heute machen, wir werden einen Sewer aufstellen. Das heißt, wir werden die Jauche dieser Viecher, sowohl der Schafe als auch der Kühe, die schnappen wir uns und werden die durch einen Komposter jagen und werden daraus Dünger erstellen. Ja, das machen wir. Dazu brauchen wir in jedem Gehege einen Sewer. Ich hole mir mal einen. Ach, ich gehe mal wieder in einen anderen Game Mode. Moment. Game Mode 0 hier. Und will hier einen Sewer. Das ist dieses Teil. Der Sewer, den baut man in den Boden rein, nämlich hier. Und der sammelt quasi den ganzen Kompost. Und das Schöne am Sewer ist, auch hier können wir ein Upgrade reinstecken. Nämlich normalerweise macht er auch nur, was weiß ich, 2 auf 2, 3 auf 3 oder sowas in der Richtung. Aber wir haben ja hier viel mehr, ne? Vor allen Dingen jetzt bei dem Gehege. Ja, da haben wir ja echt viel mehr, weil das haben wir jetzt vergrößert. Und ich klemm den jetzt einfach mal hier rein. Und wir da drüben auch. Ja. Dann schalten wir die zusammen, dass wir diesen Kram da rauskriegen. Und jagen das mal in den Komposter. Dazu gehen wir in den Keller. Ja. Ich buddel mich unfairerweise jetzt hier einfach rein. So, und dann müssten wir eigentlich hier irgendwo entlang kommen. Jawohl. So, jetzt haben wir natürlich... blöd, ne? Also das ist jetzt natürlich... Ach, ja. Der Sewer braucht nämlich keinen Strom. Aber wir müssen irgendwie mit einer Pipe da dran. Ach, das ist jetzt natürlich ungünstig. Gut, bauen wir ein bisschen um. Ist ja nicht so, als ob wir es nicht könnten. Und zwar machen wir einfach die Stromversorgung. Versetzen wir jetzt eins rüber. Wo sind wir zu Hause? Hier sind wir zu Hause. Und so. Okay, dann machen wir sie hier in der Mitte weg. So, jetzt kommen wir nämlich hier an den Sewer. So, das ist der eine. Dann haben wir ja bei den Schafen den anderen. Wo ist der? Wo ist er? Und da hinten haben wir da noch einen. Habe ich den nicht einfach in der Verlängerung gebaut?
zu arg. peinlich. Aber da kann ich jetzt gerade mal gucken. Ach, hier sind wir jetzt. Ach, guck. Ja. Ja, das ist natürlich, ja, Mensch. Ja, so läuft's. Ja, genau, falsch rum. Au, ich mache hier alles kaputt. Mensch, hör doch auf. Kannst du ja nicht machen hier. Alles kaputt. Ätzend. So, ja, wir waren hier drüben, wie ich wollte, hier rüber, genau. Das heißt, hier in der Verlängerung müsste noch einer sein. Und zwar, dann hieß der dann hier. Ja, da muss doch. Wo ist er denn? Da ist er. Okay. Das heißt, der von den Schafen, der ist ja genau hier drüben. Der müsste dann hier irgendwo sein. Da ist er doch. Oh, jetzt muss ich hier in diese böse Höhle heben. Angst. Ich muss da mal das Loch zumachen. Das ist ja, ja genau unter unserer Baumfarm hier. Da tut sich der Abgrund auf. Ja. Ich baue hier gerade mal ein bisschen im Boden rein, dass ich hier nicht unbedingt runterfalle. Da habe ich nämlich echt keine Lust zu. Nicht, dass ich mir jetzt besonders weh machen würde dabei, aber ja, muss ja nicht sein. Ne? Da kriegst du ja einen riesen Schreck, wenn du da auf einmal keine Ahnung wo landest. Ja. So, dann machen wir hier noch eine Mauer hin, dass wir also auf keinen Fall hier runterfallen. Aber das ist doch eigentlich schon ein geiler Raum für unseren Komposter. Ne? Weil wir kommen ja hier fast überall rum. Ja, schauen wir mal, wie wir das am geschicktesten anstellen. Ja. So, also der Sur, ja, der hat jetzt schon Zeug drin. Das ist natürlich blöd. Wie schließe ich denn das jetzt an? Wahrscheinlich muss ich sie nochmal wegmachen, weil ich will ja die Liquidux verwenden. Und die kann ich nur verwenden, wenn da nicht gleich Zeug kommt. Aber ich glaube, pass mal auf, das geht schon. Ich probiere es jetzt einfach. Ja, vielleicht kriegen wir das ganz trickreich hin. Ja, ich gehe ja hier lang. So. Dann buddel ich hier mal ein bisschen Platz. Gehe mit dem Liquidukt hier durch. So, und jetzt muss ich irgendwie hier rüberkommen. Ja, ist ja eigentlich kein Problem. Komm, wir machen hier Platz, dass wir da noch drunter durchlaufen können. So. Und dann gehen wir einfach hier unten rum. Ist jetzt nicht schön, aber selten. Ne? So, dann gehen wir hier rüber. So, zack. Ach guck, da kommt jetzt schon das Zeug. Ja. Ich glaube, dass die Kleinen gar nicht so viel produzieren. Deswegen kam da jetzt nichts. So, und der muss auch ran. Ach komm, da sind wir ganz brutal. Gehen wir direkten Kanal hier rüber. So. Ja, seht ihr, da können wir nicht anschließen. Ätzend. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Das Zeug verschwindet nämlich nicht, indem ich einfach jetzt abbaue. Ich muss es irgendwie rauslassen. Das geht aber schlecht. So, zeig mal her. Wenn ich jetzt den hier abbaue, da leeren die sich nicht. Ne? Ja, wie du es machst, ist schlecht. Jetzt pass auf. Da mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt her und baue die Pipe so, dass sie leer ist, wenn ich sie anschließe. Ja, so können wir es auch machen. So, und dann... ich muss die nochmal abbauen. Da komme ich nicht drum rum. Jetzt komme ich ja auch... Ich komme tatsächlich nicht drum rum. So. Komm, mach mal Platz hier. Ich will hier durchlaufen können. Ja, ich mag das nicht, wenn im Keller da kein Platz ist. Das ist ja... Du kannst dich nicht bewegen, gar nichts, ne? So. So. Dann gehen wir her, hauen den Sur nochmal weg. Jawohl, und hier die Pipe. Verlegen wir sie nochmal blanko. So, dann gehen wir wieder hier rum, wo wir es ursprünglich hatten. So, das ist doch gut. Dich mache ich auch nochmal weg. Du hast nämlich auch schon Zeug drin.
Nee, nee, da kommt der fällt mir keiner rein, Jungs. So läuft es nicht. So, hier ist gut, da ist gut, dort ist gut. So, aber wir wollen den Kram ja irgendwo hinmachen. Und ich würde sagen, wir machen es genau hier. Hier stellen wir einen Komposter hin. Oder zwei. Ich mach mal zwei, komm. Das ist ja nicht wie bei armen Leuten, ne? Komposter. Und der Komposter macht aus dieser Gülle, die da kommt, macht der Fertilizer. Also Dünger. Ja. Und diesen Dünger, den können wir verwenden, um zum Beispiel ja, irgendwelche Bäume wachsen zu lassen oder oben unser Getreide wachsen zu lassen. Ja. Also das ist auch viel besser als das Bone Meal, weil das Bone Meal, das macht... Da muss ich ja zum Teil mehrere draufklopfen. Das ist zufällig, wie weit das Wachstum beschleunigt. Aber ein Industrial Fertilizer, den wir jetzt hier herstellen, der lässt es auf Anhieb wachsen. Das sehen wir dann gleich. Ich zeige euch das. Ja? So, wir brauchen noch Strom. Und es gibt, glaube ich, einen Grund, warum ich das darunter mache. Glaube ich zumindest. Weil... soweit ich mich erinnere, nicht weiß, aber soweit ich mich erinnere, ist es so, dass dieser Komposter, der stinkt ein bisschen. Und es ist, glaube ich, nicht gut, wenn man sich da in der Nähe aufhält. Aber das sehen wir gleich. Weil da kriegt man Schaden. Ja. War das auch der Komposter oder war das der andere? Na, sehen wir dann. Ich hole mir nochmal den Pipe-Anschluss, da brauche ich die Logistik-Pipes, und zwar die Basic-Logistik-Pipe, weil aus diesem Komposter kommen ja Items raus, ja, und die wollen wir natürlich haben, und zwar in der Form, dass wir sie hier ins Netzwerk reintun. Da brauche ich hier nochmal eine Basic. So. Und dann machen wir hier mal diese Golden, die wir gerade rausgeruppt haben, die holen wir uns wieder. Da brauchen wir noch eine. Wir waren ja schon hier. Golden Transport Pipe. Holen wir uns noch eine. Zack, angeschlossen. So, der Komposter ist dran. Das Zeug kommt rein. Es kann auch wieder raus. Strom haben wir auch. Ja, jetzt stellen wir nochmal die Jungs hier auf. Unsere Sur. Wie kommst du jetzt? Ich glaube, ich krieg zu viel. Das ist doch eine Frechheit. Wie kommst du jetzt da hoch? Also das ist doch wirklich... Also nee, das ist ja... Also ihr seid ja abartig. Die wehren sich wirklich mit Händen und Füßen. Ja. Gehst du? Genau dahin. Da musst du ja echt alle möglichen Tricks anwenden, damit die da nicht... Damit die nicht rauskommen. Though. Das ist ja unglaublich. Ja, aber guck mal, wie die sich wehrt. Das ist der Hammer. Ja, die weiß genau, was los ist. So. Ein Sur. Kommt hier rauf. Halt. Wir machen erstmal den hier weg. So, den habe ich ja zur Sicherheit reingemacht. Ein Sur. Plutsch. Das habe ich befürchtet. Die kommen da nie mehr raus. Meine Herren. Ah, meine lieben Schafe, ich krieg euch da auch nicht raus. Doch, ich krieg euch raus, aber da rennt mir der Nächste rein. Komm, ich mach's. Ich hol mir die berüchtigten Safari-Netze. Ja, und guck jetzt, dass ich meine Schafe hier aus dem Loch rette. So, und hau gleich ins Sewer rein. Und hier auch. Nicht, dass man da noch ein kleiner reinfliegt. Das wäre doof. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob der das jetzt auch angeschlossen hat. Ja, also ist dran. Okay, jetzt müssen wir noch ein kleines Upgrade reinmachen. Zumindest bei dem hier, unter dem großen Gehege. Was holen wir uns da? Wir holen uns ein... Was haben wir denn hier?
Increase 1, 2, 3. Ein Tin-Upgrade reicht doch vollkommen. Wir brauchen sie nicht übertreiben. Ja, also ein Radius 3, das ist schon ordentlich. Ne? So, okay, das haben wir. In den Keller müssen wir nicht mehr, aber wir, na, vielleicht doch noch. Nur mal kurz nachschauen. Jetzt kommen die beiden Schafe hier, die entflohen und abgesackten im Loch, kommen hier wieder rein. So, jetzt wollen wir hier mal gucken, ob die Kühe noch irgendwelche Anstalten machen, hier raus zu flitzen. Aber anscheinend haben wir das jetzt hiermit gelöst, dass wir hier einfach ein bisschen Platz gemacht haben. Die kommen hier nicht mehr raus. Du kommst hier auch nicht mehr raus, wenn du blöd machst. Ja. So, und jetzt gucken wir mal, wir müssten eigentlich schon Fertilizer haben. Da gucken wir in unser Netzwerk rein. Da haben wir schon. Und zwar den Industrial Fertilizer. Der wird jetzt von dem Komposter hier, wird der generiert. Und ja, den testen wir doch gleich mal, wie der läuft. Ne? Wir nehmen einen Sapling. Und zwar einen ganz normalen Oak Sapling. Und pflanzen den mal schnell hier. Hier so. Und Industrial Fertilizer drauf. Haha. Okay. Also einen Baum will er nicht. Also Bäume kann ich damit nicht düngen. Jetzt bin ich aber fertig. Gut, dann nehmen wir ein Seed. Komm. Ist ja nicht so, als ob wir nicht noch Alternativen hätten, ne? So. Dann gehen wir mal her und machen hier mal ein. Ja. Ach, da läuft doch echt alles schief. Na, Quatsch, Quatsch. Ich wollte den hier. Den hier, weil meine Hacke hier, die hackt nicht gescheit. Aber sollte sie eigentlich. Also eigentlich sollte die hacken. Ja, schauen wir nochmal. Geht doch. So, also, dann probieren wir den hier und Industrial Fertilizer. Also jetzt, sag mal, ihr wollt mich doch verkackeiern, oder? Ich sag mal. Aber da passiert mal gar nichts. Also jetzt bin ich echt fertig. Oha, da fällt mir gerade was ein. Diesen Industrial Fertilizer, ich habe den jetzt verwechselt mit dem alten Fertilizer, dem IC2 Industrial Fertilizer. Den konnte man nämlich von Hand, ja. Das geht mit dem hier nicht. Den hier, den müssen wir in einen Fertilizer reinmachen und dann, ja, dann läuft es. Ja, dann machen wir doch mal, ja, würde ich sagen, das bietet sich ja an, ne? Würde ich sagen, tun wir den hier verbraten. Weil das Zeug wächst ja nicht sonderlich schnell. Und da bietet sich's an, also da mit dem Fertilizer ranzugehen. Ja, dann machen wir das auch mal. Haben wir den auch mal angeschlossen, ne? Da holen wir uns da unten und hier. Weil da haben wir quasi schon Pipes, Strom, alles da. Ja, aber ich muss ihn halt auch irgendwo draufstellen, ne? Machen wir es erstmal so. Zack. Okay. Fertilizer dran. Jetzt habe ich mich aber hier eingeschlossen. Das ändern wir schnell. Und da geht wieder die Höhle auf. Angst, Angst. Okay. Super. Also das war jetzt nicht im Sinne des Erfinders. So. Komm du, Holz. So. Wir machen genau das gleiche hier. Strom dran. Und der Fertilizer, der will jetzt natürlich hier fertilisieren, hat aber noch nichts, weil wir müssen ihm natürlich erstmal hier noch eine Supplier Pipe anschließen, damit wir ihm den Fertilizer auch reinpumpen. Ja, machen wir hier. Ach, guck mal, das ist ja geil, ja, genau. Da ist schon, ach, das ist so herrlich. Ja, gleich angeschlossen, super. Und ich möchte, dass du hier den Industrial Fertilizer
reintust, tut er das? Ja, zack. Und er hat ihn auch gleich auf unser Feld getan. Das beobachten wir jetzt mal hier draußen. Ich komme nicht raus, alter Mann da. Zu langsam hier. So, hier sehen wir, da kam jetzt gerade einer. Jetzt schauen wir mal, ob wir das gerade beobachten können. Wenn hier einer reinkommt, jetzt kam gerade... Ne, jetzt wurde einer angefragt. Vielleicht sehen wir, wenn einer reinflutscht. Jetzt flutscht einer rein. Zack, ist hier gerade was passiert. Ja. Okay. Das ist mir aber noch nicht genug, weil wir haben hier ja ein Tin-Upgrade drin. Und das gleiche machen wir hier auch rein. Ein Tin-Upgrade, damit wir hier auch wirklich das ganze Feld befeuern. Ja. Das wird zwar vom Dünger her nicht reichen, ja, das ganze Feld zu befeuern, weil so viel kriegen wir nicht. Wie ihr seht, da passiert jetzt nicht allzu viel. Da kommt ab und zu einer rein. Ich tue jetzt mal die anderen beiden, die ich da im Inventar hatte, auch rein. Ja, aber auf jeden Fall hilft's. Also helfen tut's auf jeden Fall. So, jetzt machen wir hier noch die Rohre zu. Mit einer Facade. Da nehmen wir unser... Nein, nicht Birch. Oakwood haben wir. Okay. Zack. Damit man die Rohre nicht sieht. Ne? Ist der einzigste Grund. So. Okay. Das läuft, würde ich mal sagen. So, also, oh, da blinkt auch schön. Okay, also, was ihr jetzt gesehen habt, ist klar, ja, hier wird der Sewage geholt. War das nicht so, dass nur das Viech, das da drauf läuft? Komm, komm. Tin Upgrade rein. Ist ja nicht wie bei armen Leuten, ne? So. Also, da haben wir auf jeden Fall das ganze Gehege. Hier ist schon eins drin. Und die Kleinen müssten eigentlich auch ein bisschen was abgeben. Da haben wir auch noch ein Tin-Upgrade rein. Da sind wir also auf der sicheren Seite. Ich bin mir echt nicht mehr ganz sicher, wie viel der macht. Ob der hier nur dieses Feld macht oder ob er hier mit einem Radius. Ne? Aber auf jeden Fall mit dem Tin-Upgrade haben wir auf jeden Fall, egal wie viel er macht, haben wir das ganze Gehege. So. Ach, das ist herrlich. So, also, nochmal, der Sur sammelt die Gülle von freundlichen Viechern, ja, also Schafe, Kühe, Schweine und so ein Kram, die Gülle wird hier gesammelt, ja, braucht keinen Stromanschluss, das macht einfach freiwillig, es ist wie ein Gulli, ein Abfluss, ja, wir müssen dann unten ein Rohr dran machen, dann unten im Keller diese Sewage hier, diese Gülle in den Komposter. Der Komposter braucht Strom, ja, und erstellt zusammen mit der Gülle den Fertilizer. Und den Fertilizer, den Industrial Fertilizer, den hauen wir hier in diese Fertilizer-Maschine und können dann ganz einfach, ja, unser Feld befeuern und düngen und dann wächst der Kram schneller. So, das war jetzt aber definitiv der letzte zur Tierzucht. Und außer ihr wollt noch irgendeinen, also wenn ihr irgendeinen ganz bestimmten noch sehen wollt, ja, bezüglich Tierzucht, dann schreibt mir einen Kommentar. Dann mache ich natürlich nochmal einen, ja. Ich denke, wir haben das Thema ansonsten schon so weit durch, dass ihr das wirklich einsetzen könnt und dass ihr im Groben und Ganzen wisst, ich will euch ja nicht alles verraten. Das soll ja auch ein bisschen spannend bleiben, ne? Aber wenn ihr wirklich noch was sehen wollt, sagt es mir einfach. Ich drehe noch durch. Meine Herren. Naja, aber früher oder später kommt die. Die fällt runter, die hat keine Wahl. Ja, okay, also, wenn ihr noch was sehen wollt, schreibt und ansonsten viel Spaß beim Nachbauen. Euer Guran. Ciao.